Karnikasana ist die Stellung des Ohrenschmucks. Karna heißt Ohr, Karnika ist der Ohrenschmuck, können zum Beispiel Ohrringe sein oder anderes. Garote schreibt in seiner Encyclopedia of Traditional Asana, dass diese Stellung, das Karnikasana erwähnt wird in einer alten Yogaschrift, aber nicht beschrieben wird. Man könnte sagen, dass Karnikasana zum Beispiel Karnapidanasana ist, der Ohrenpflug oder auch die Ohrenpresse. Aus dem Pflug heraus die Knie beugen und die Knie neben die Ohren geben. Das könnte man verstehen als Karnikasana, ohne zu wissen, was die alten Autoren, die Karnikasana erwähnt haben, gemeint haben.